Glück auf und frohe Ostern. Wir sind wieder bei Fit mit Chris. Die dritte Folge. In der ersten Folge ging es ein bisschen um eine Ganzkörperkräftigung. In der zweiten Folge war das Thema Beweglichkeit mehr vordergründig. Heute wollen wir etwas das Herz-Kreislauf-System beanspruchen. Der Osterhase wird dabei eher eine Nebenrolle spielen. Den stellen wir mal wieder hier zur Seite, der kann das Ganze beobachten. Wir werden heute ein kleines Herz-Kreislauf-Training absolvieren und ganz zum Ende, wie gestern angekündigt, wird es eine kleine Challenge geben, wo man ein aktuelles Trikot von dieser Spielzeit gewinnen kann. Dazu sage ich dann aber am Ende noch ein bisschen mehr. Das Herz-Kreislauf-Training wird so aussehen, dass wir vier Übungen haben, wobei man das auch ein bisschen ausweiten kann oder auch ein bisschen kürzen kann. Es wird so sein, dass ihr 20 Sekunden intensiv arbeiten sollt, 20 Sekunden Pause machen sollt. Intensiv arbeiten bedeutet wirklich, dass man versucht, in diesen 20 Sekunden so viele Wiederholungen wie möglich zu schaffen, um sein Herz-Kreislauf-System einfach wirklich ein bisschen an die Spitze zu bringen, so dass wir ins Schwitzen kommen. Wir fangen auch gleich mit den Übungen an. Die erste Übung sind Ausfallschritte. Ihr fangt quasi stehend an, Ausfallschritte nach vorne. Ja, wenn das linke Bein nach vorne geht, rechter Arm wieder in Ausgangsposition, immer wechselnd, Körpermitte angespannt. Ja, hierbei so viele Wiederholungen wie möglich. Die zweite Übung sind Hampelmänner, relativ easy im Stand. Immer anfangen, ja, versuchen hier auch zügige Wiederholungen, versucht die Arme zu strecken, die Beine nicht zu weit auseinander zu bringen, Körpermitte wieder stabil halten. Die dritte Übung, eine meiner Favoriten, machen wir auch mit unseren Spielern immer, der sogenannte Bergsteiger, Unterarmstütze, Ausgangsposition, die Knie jeweils Richtung Ellenbogen nach vorne ziehen. Wenn ihr nicht so weit nach vorne kommt, versucht die Knie so weit nach vorne zu ziehen, wie es geht. Und die letzte Übung ist Kniehebelauf auf der Stelle, auch relativ easy. Ja, aus der stehenden Position die Knie jeweils vor die Hüfte bringen, eine gute Frequenz, Körpermitte wieder stabil. Ihr merkt schon, nur beim Vormachen komme ich schon ein bisschen ins Schwitzen. Versucht, die 20 Sekunden wirklich so zu gestalten, dass ihr alles raushaut, euch 20 Sekunden Pause gebt. Wer mit den 20 Sekunden merkt, das wird ein bisschen eng, kann auch 30 nehmen. Genauso für die Jungs oder für die Mädels, die sagen, ist ein bisschen viel Pause, das ist relativ einfach für mich. Macht 10 Sekunden. Wenn ihr die vier Übungen durch habt, 1-2 Minuten Pause, dann noch ein Durchgang. Ich empfehle 3 bis 4 Durchgänge, da werdet ihr ordentlich ins Schwitzen kommen. Baut das zusammen mit dem Beweglichkeitsprogramm und mit dem Kräftigungsprogramm einmal jeden Tag ein, dann seid ihr wirklich gut versorgt, was eure Bewegung zu Hause anbelangt. Jetzt als letztes zu der Challenge. Es wird so sein, dass wir einen Liegestütz-Schulterberührungswettbewerb machen. Das bedeutet, in 30 Sekunden so viele Schulterbewegungen mit den Armen wie möglich. Die Ausgangsposition ist der Liegestütz und aus dieser Position wollen wir wechselseitig mit den Händen an unsere Brust bzw. an die Schulter ran, ja, nicht nur hier vorne an die Brust, sondern mit der kompletten Hand an die Schulter. Wir wollen versuchen, so viele Berührungen wie möglich. Ihr müsst uns ein Video schicken, wie ihr das Ganze macht. Es muss klar zu sehen sein, dass eure Hände an der Schulter sind, ja, also tut das Telefon nicht zu weit weg. Lasst es jemanden aufzeichnen, schickt es uns. Ich werde euch jetzt zeigen, wie viele ich schaffe. Wir werden dann nach einer Woche, das heißt nächste Woche, bis nächste Woche habt ihr Zeit, uns das zuzusenden, den Gewinner auf unserem Kanal, auf unseren Kanälen vorstellen und dann wisst ihr, wer gewonnen hat. Gebt da ordentlich Gas, haut euch rein, 30 Sekunden, alles was drin ist. Ja, wir werden es jetzt zusammen machen, ich werde die 30 Sekunden durchhauen und mal gucken, wie viele Berührungen ich schaffe. Wir haben auch jemanden dabei, der zählt, das heißt, wir werden auch wissen, wie viele Berührungen ich habe. Okay, Timer und dann geht's los. Ausgangsposition, Kniegestützposition und dann geht's los in 2, 1 und Feuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
38, 39, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 50. 60. 70. 80. Gut. 84. Okay, das war ganz schön anstrengend. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut.